Fazit nochmal für die Elektroinstallation. Also versucht auf drei wichtige Punkte und die sind wirklich einfach umzusetzen aus meiner Sicht. Das eine ist Aufteilung eben der Stromkreise für Beleuchtung und Steckdosen. Badezimmer, separate FI-Absicherung für Beleuchtung und Steckdose geht damit einher. Ich habe es hier bildlich dargestellt. Der FILS ist das Maximale, was Sie da dafür tun können. Und mit INTE eben für den Neubau und auch den Umbau geeignet. Bei Nachrüstung vor allen Dingen, wenn man eben auch eine Bestandsanlage trifft, wo klassisch der FI mit Leitungsschutzschalter, dann können Sie mit nur einem einzigen Nachrüstgerät, FILS, eben den anderen Stromkreis separat absichern. Und haben schon im Prinzip die 4.2 sonderbaren Anforderungen oder besondere Anforderungen direkt erfüllt. Also mit nur einem einzigen Produkt, was im Prinzip fast in jedem Schaltschrank wirklich unterzubringen ist, haben sie schon einen Großteil erfüllt. Brandschutzschalter eben als technische, anlagentechnische Maßnahme für die Vereinfachung der Risikoanalyse und eben das Thema, da bitte ich Sie wirklich darum, das Thema zusätzliche Schutz. Reden Sie mit Ihrem Kunden drüber. Nehmen Sie es nicht als Verpflichtung oder nicht und nehmen Sie eben auch nicht die Risikoanalyse zum großen Teil ab, sondern reden Sie mit den Investoren, reden Sie mit dem und lassen Sie sich im Zweifel bestätigen, dass Sie hinten raus sicher sind. Dann freut es mich vor allen Dingen, noch eine Ankündigung mitzugeben. Die Digitalbau jetzt im Sommer, die wurde verschieben. Vom 31. Mai bis zum 2. Juni findet die statt. Das heißt, den angesprochenen Use Case, vor allen Dingen eben altersgerechtes Wohnen, das Thema Henry Assistenzsystem, werden wir dort mit unserem Partner iHouse vorstellen und den Use Case auch erlebbar machen. Ich würde mich super freuen, quasi, wenn wir mich danach anschreiben, vielleicht sogar schon vorab Termine machen können, wenn wir uns da gezielt über das Thema nochmal näher unterhalten können. Dann kommt meine persönliche Risikoanalyse, das ist nämlich der Disclaimer, dass ich für eventuelle Fehler hier nicht haftbar machen würde. Nicht Spaß. Und bedanke mich ganz herzlich für den Abschluss der PowerPoint. Weiß ich nicht genau, wie ich in der Zeit liege. Ja, doch, wir liegen sehr gut in der Zeit. Wir sind aber schon am Ende. Das heißt aber, das freut mich umso mehr. Vielleicht haben wir dann noch ein Stück weit Zeit, über das Thema zu diskutieren, ein paar Fragen zu beantworten. Und ich kann auch noch mal einmal den Verteiler dann ein bisschen näher ins Bild schieben. Ich mache die Präsentation auf den großen AV-Modus. Wir schieben den mal ein bisschen ran, dann kann man das nämlich nochmal wunderbar bildlich zeigen. Ist ganz gut zu sehen. Ja, ne? Ich kann das auch nochmal ein bisschen ranzoomen. Hier nochmal ganz großen Dank an an meine Kollegen aus dem Norden, den Lothar Schöni, Frank Scheunert und auch der Firma HSB, die dieses Prachtexemplar von Verteiler gebaut haben. Hier sieht man aber wunderbar die Elektroinstallation im Wandel. Nochmal sehr einfach der klassische Aufbau, wie wir es heute kennen, eben mit dem Gruppen-FI, den 6 Leitungsschutzschaltern dahinter. Dann eben die zusätzliche Punkt Sicherheit mit Brandschutzschalter dahinter. Also man sieht vor allen Dingen, finde ich, von der Optik schon kein großer Unterschied vom Aufbau. Das heißt, in der Verarbeitung, also wirklich ein Handwerk, wo Sie ja die Experten sind, kein großer Unterschied. Dann sieht man wunderbar an der Stelle nochmal das Thema Platzeinsparung, also kompakter FILS. Das heißt, dieser Gruppen-FI fällt sozusagen weg, integriert sich in die Leitungsschutzschalter. Das heißt, wir haben sogar noch zusätzlichen Platzgewinn für entsprechende Aktorik oder Sensoren oder eben Server, die wir brauchen, um Assistenzsysteme, besonders im Nachrüstmarkt interessant. Und eben unten in Kombination Brandschutzschalter und FILS in 2 Teilungseinheiten auch wunderbar in Ergänzung. Hier sieht man das nochmal wunderbar auf die linke Seite, Überspannungsschutz, das würde heute den Rahmen sprengen, aber ich finde es hier nochmal richtig klasse, wunderbar zu sehen, sozusagen Elektroinstallation klassisch und eben die Möglichkeit, diese mit Ihrem Kunden besprechen können. Und ganz toll finde ich auch, wenn man eben entsprechende, und da helfen wir Ihnen auch gerne, den Kunden entsprechende Kalkulationsbausteine geben. Ne? Also genau das Thema quasi hier, Option 1, Option 2, Option 3, Option 4 plus, dergleichen. Wir haben es mal versucht, in dem Thema ähnlich aufzubauen, wie die RAL-HEA ist, auch mit den entsprechenden Sternchen. Und da
einfach auf mich zukommen oder einen meiner beiden genannten Kollegen ansprechen. Da werden sie auf jeden Fall weitergeholfen. Und ja, dann bin ich durch tatsächlich. Bin genau in dem Fragezeitraum und habe mir zur Unterstützung, falls irgendwelche Fragen kommen, die ich nicht beantworten, den Kollegen Plucke hier im Backup vorgehalten. Ansonsten bin ich bereit für Fragen. Perfekt, sehr gut. Dann mal vielen, vielen Dank für den Vortrag. Es gab tatsächlich schon einige Fragen. Der Herr Pölkel hat auch tatsächlich schon im Chat geantwortet. Ich würde da auch tatsächlich die Frage einmal vorlesen und die Antwort dazu, damit es jeder auch einmal mitbekommt dazu. Und zwar gab es die Frage: Gibt es da für die FILS eine Teilungseinheit auch eine Phasenschiene? Und dann kam die Antwort eben: Es gibt die Kompaktsammelschienen für die Geräte eingeführt. Genau, also da sogar Genau. nochmal Und dann kam auch ergänzend. der Hinweis. Ja, also ergänzend sogar noch, Thema Sammelschiene ist wirklich ein separates Thema, wie ich die richtige Sammelschiene finde. Auch hier nochmal ganz kurz der Hinweis, wir haben uns dem angenommen. Zum einen die Auswahlhilfe des Herrn Pürkel, die wirklich sehr gut ist in dem Überblick, wie finde ich die richtige Sammelschiene. Und wir haben ein kleines YouTube-Video gemacht als Anleitung. Hier nochmal auf den Verweis-Link kann ich gerne später mit reinpacken, wo in einer Minute erklärt wird, wie ich relativ leicht die richtige und passende Sammelschiene finde. Der Hinweis Sammelschiene ist an der Stelle sehr wichtig, weil es eben den Verdrahtungsaufwand enorm reduziert und eben bei 1 plus N Geräten beachtet werden muss. Perfekt, sehr gut. Dann kam eine Frage, die er, glaube ich, noch nicht beantwortet hat, und zwar Räume mit Schlafgelegenheit. Zählt ein Wohnzimmer dazu? Gibt es eine Liste Hilfestellung dazu? Beziehungsweise doch, er hat geantwortet, dass, falls Sie die Gefährdensbeurteilung möchten, dann sollen Sie eine E-Mail an die E-Mail-Adresse schicken. Aber falls Sie da noch eine Ergänzung haben. Ja, wunderbar. Ja, wir können das gerne dem zentralen Link, also vom zentralen Link vom Zentralverband zur Verfügung stellen, aber auch unsere eigene vereinfachte Risikobewertung. Grundsätzlich ist es so, also beim Thema Wohnung, ich habe es angesprochen, eine Wohnung ohne Schlafraum zu machen, ist relativ schwierig. Das heißt, ich würde es jetzt rein von der Logik schon damit beantworten. Haben Sie eine Einzimmerwohnung ohne Schlafraum, dann ist das Wohnzimmer faktisch ein Schlafraum. Machen Sie es nicht und haben ein separat zugeordnetes Schlafzimmer, dann können Sie quasi Schlafzimmer als Schlafgelegenheit machen. Das Thema ist eben bloß Sinnhaftigkeit, also diese Auftrennung sozusagen in dem Thema, wo kann die Gefahr entstehen? Ja, ist die jetzt quasi an der Tür zu Ende? Ja, das ist aber so ein bisschen das Thema. Aber wie gesagt, da gerne auf mich zukommen oder auf den Kollegen Pökel, helfen wir auf jeden Fall weiter. Wie gesagt, ich würde es ähnlich, wie ich es angesprochen habe, immer als Optionspaket sehen, weil so viele Stromkreise, gerade bei kleineren Wohnungen, haben sie eigentlich nicht. Perfekt. Dann kam eine Frage, die er da auch ebenfalls schon beantwortet. Und zwar, muss Ihr Stromkreis ein eigener Brandschutzschalter verbaut werden? Oder gibt es welche, die man für mehrere Stromkreise oder auch für drei Phasen ähnlich FI verwenden kann? Beziehungsweise ist so etwas geplant? Die Antwort darauf war, dreiphasig gibt es noch nicht. Und laut 0100530 ist ein AFDD am Anfang jedes Endstromkreises einzusetzen. Genau, ist auch ziemlich klar. Es ist ähnlich wie mit den Messgeräten wirklich. Es geht da um die Feingranularität, also wie genau möchte ich eben messen. Und da sind wir uns einig, dass wir das quasi wirklich transparent bis in jeden einzelnen Stromkreis und da keine Summenintelligenz drüber legen wollen, sondern das wirklich explizit für jeden Stromkreis machen wollen, weil im Zweifel dann auch eben nur der Stromkreis abgeschalten wird, den es betrifft. Da bleiben wir unserem Thema sozusagen Verfügbarkeit auch treu. Und ich glaube, aber wenn es der Kollege Bürger schon perfekt beantwortet. Genau, die nächste Frage ist auch schon beantwortet. Und zwar, gibt es ein Schaltbild, wie dann Brandschutzschalter, FILS zusammen eingesetzt werden sollen? Und die Antwort darauf war, die Schaltbilder müssen zusammengefügt werden, da auch ein MCB am 5 SM6 angeschlossen werden kann. Perfekt. Da gibt es nichts zu ergänzen. Besser kann man es nicht erklären. Sehr schön. Dann kommt jetzt eine Frage, die noch nicht beantwortet wurde. Und zwar, wie sind denn Wallboxen für E-Mobile dort einzubinden? Sehr gute Frage. Wallboxen sind heute betrifft jetzt ich sag mal, die klassische Wohnung nicht, sondern geht eher in die Richtung Einfamilienhaus.
unterschiedlich. Wenn die Frage in Richtung gehen, wie sie sozusagen in eine Smart Building Plattform erstmal grundsätzlich einzubinden ist, dann haben wir ja einen definierten, also die meisten Wallbox irgendeine Kommunikationsschnittstelle, also meistens wird sogar den E-Bus oder E-Bus, glaube ich, heißt das, der ist natürlich einzubinden, ansonsten oder ins lokale Netzwerk können sie es eingreifen. Wallboxen müssen, ja genau, die Wallboxen müssen separat abgesichert werden. Wir haben die kommunikationsfähigen, wenn die Frage dahin geht, noch nicht dreiphasig, aber wir haben sie geplant, um zu bekommen. Das heißt, das ist eine Frage, der allerdings sozusagen der Verbrauch der Wallbox, also die Transparenz, liefert die Wallbox im Regelfall selber mit. Die Schutzorgane sind relativ einfach, jetzt in dem Applikationsbeispiel nicht. Möchte ich aber an der Stelle auch nochmal auf ein separates Webinar verweisen, nämlich das Thema, wo wir das explizit nochmal um das Absicherung von Ladeinfrastruktur sprechen. Das ist, glaube ich, in naher Zukunft hier geplant, auch auf dem gleichen Kanal. Da gehen wir sehr, sehr speziell um. Das ist ein Thema, kann man auch, glaube ich, Stunden drüber sprechen, also hochgradig spannend. Grundsätzlich ist es wichtig, das einzubinden in das Thema Smart Building Plattform, weil es eben vor allen Dingen um das Thema Energiespeicherung, Verteilung geht. Und da spielt es auf jeden Fall eine Rolle, aber es ist über die Kommunikationsprotokolle geregelt. Ich hoffe, ich habe die Frage einigermaßen beantwortet.